Nun möchten wir in Tableau Social-Media-Daten auswerten. Dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten. Neben den angesprochenen Web-Data-Konnektoren gibt es auch die Möglichkeit, an Google Analytics ranzugehen. Kann man sich mit seinen Google Credentials einloggen. Ich habe das mal bereits getan. Dann sehe ich hier einige Kennzahlen und Dimensionen direkt aus Google Analytics und möchte mal zum Beispiel schauen, wie viele Page-Views hier generiert worden sind in meinem Datensatz. Fast 75.000. Okay. Und die nehmen wir uns jetzt mal hier auf die Größe, möchten uns dann ein Tree-Map bauen mit den sozialen Netzen, die es hier gibt, und machen das Ganze nochmal ein bisschen auf eine Farbe drauf, so wunderbar. So sehen wir eben schon, dass ein großer Anteil an Traffic gar nicht aus Social Media gekommen ist. Und das interessiert uns heute weniger, daher werden wir die einfach mal ausschließen. Genauso wie andere Netze, die kommen auch mal weg. Und dann sehen wir, was noch übrig bleibt. Da ist ziemlich viel Twitter dabei, einiges an LinkedIn und an Facebook. Diesen Filter übernehmen wir jetzt mal auch auf die kommenden Arbeitsblätter, die wir hier noch bauen. Dann möchten wir jetzt natürlich auch nochmal schauen, wie sich denn diese Page-Views über die Zeit entwickelt haben. Geht mal ein bisschen weiter runter, auf den Monat. Und wir sehen auch, dass eigentlich erst ab 2015 richtig viele Daten vorhanden sind. Deswegen nehmen wir jetzt auch mal das Datum nochmal auf den Filter und werden uns mal entsprechend nur die letzten 3 Jahre anschauen. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt ist natürlich auch wieder die große Frage, wie der Traffic über die sozialen Netze eben gekommen ist. Und daher nehmen wir den nochmal hier auf die Farbe drauf. Formatieren das mal ein bisschen anders, damit wir das Ganze ein bisschen mal gestackt bekommen. Und nehmen auch nochmal eine zweite Kennzahl. Wir wollen nochmal gucken, wie sich denn die durchschnittliche Verweildauer auf der Webseite dann so zuträgt, und legen es einfach darunter. Jetzt sehen wir eben im Vergleich die Page-Views zu der durchschnittlichen Time on Page über die letzten 3 Jahre, und eben anhand der Farbe sehen wir eben, wo der Traffic denn ursprünglich hergekommen ist. Jetzt möchten wir das Ganze natürlich auch noch per Land betrachten. Schauen mal, welche Länder hier zum Traffic beigetragen haben. Das sind ja doch einige. Und natürlich interessiert auch hier wieder die Page View. Die werden wir hier entsprechend auf die Größe legen. Und wie gehabt, Social Network kommt hier auf die Farbe. Das machen wir daraus kleine Kreisdiagramme. Machen die auch mal ein bisschen größer, damit man da was anfangen kann. So sieht es doch schon mal ganz interessant aus. Dann werden wir noch eine weitere Visualisierung hierzu aufbauen und nehmen jetzt nochmal die Page Views und interessieren uns natürlich auch jetzt mal, was die eigentlichen Seiten sind, die hier aufgerufen worden sind auf der Webseite. Und sehen jetzt auch schon, dass natürlich klar, die Homepage wird sehr, sehr häufig aufgerufen und ja, überwiegend häufig von Twitter. Dann gibt es bestimmte Blogbeiträge, die recht häufig aufgerufen worden sind. Und jetzt wollen wir daraus auch mal schauen, ob wir da ein schönes Dashboard draus bauen können. So. Das nennen wir dann auch entsprechend Google Analytics. Machen es doch mal ein bisschen größer. So, dann nehmen wir einfach mal alle 4 Teile, die wir eben gebaut haben. Na, das hier kann auch ruhig
die gesamte Fläche ausfüllen. So, das ist schön. Und jetzt wollen wir natürlich auch anfangen, diese zu verknüpfen, damit sich die einzelnen Visualisierungen gegenseitig als Filter nutzen lassen. Dazu klicken wir immer jeweils als Filter verwenden. Und diese Seitenleiste, ja, ich brauche die jetzt nicht. Daher lösche ich die auch einfach mal. Und jetzt habe ich hier schon mal ein schönes übersichtliches Dashboard und kann jetzt natürlich auch mal schauen. Zum Beispiel möchte ich jetzt mal nur den Traffic von Twitter sehen. Klicke entsprechend auf Twitter und wunderbar. Ich sehe entsprechend Page-Views, Time on Page über die letzten 3 Jahre, die aus Twitter gekommen sind, sehe, wo der Traffic hergekommen ist. Kann dann noch weiter reingehen und sagen, zeig mir jetzt mal bitte nur, was denn die Deutschen so interessiert. Klick mal auf Germany und sehe dann entsprechend, ja, da ist dann auch ein deutscher Blogbeitrag ziemlich weit oben. Kann natürlich den Filter wieder lösen, indem ich einfach nochmal draufklicke und kann dann natürlich auch entsprechend Ausschnitte markieren und sehe dann entsprechend, was in dem ersten Halbjahr 2016 interessant war. Und sehe dann zum Beispiel auch natürlich, wer ist denn wo und wo ist denn was aus Facebook kommt an Traffic. Und sehe dann auch zum Beispiel, wo hier am meisten User herkommen. Taiwan, interessant. Niemand aus Nordkorea. Okay. So. Soweit also eine Übersicht, wie man Social-Media-Daten analysiert, die wir aus Google Analytics bekommen haben, mit einem schönen Dashboard in Tableau. Und dann wollen wir uns nochmal Daten anschauen, die wir über den Web-Data-Connector von Twitter bekommen haben. Auch die Datenquelle habe ich schon mal vorbereitet. Und hierzu nehmen wir erstmal die Anzahl der Datensätze, die hier insgesamt vorliegen, und möchten die dann entsprechend auch zu einem Stream gestalten. Uns interessieren jetzt zuallererst mal die Hashtags, die es hier gegeben hat, und sehen auch gleich, welche Hashtags hier besonders beliebt sind. Auch hier sehen wir wieder, es gibt einen Hashtag, nämlich der gar kein Hashtag, also hier ein Eintrag, der keinen Hashtag beinhaltet, auch den nehmen wir jetzt hier mal aus der Betrachtung einfach raus. Und nehmen dann auch gleich mal die Anzahl der Favorites, die mit den Hashtags in Verbindung stehen, und legen den auch mal auf die Farbe. So, jetzt haben wir schon mal eine schöne Übersicht. Wir sehen, neben vielen Tableau-Fans, die im Umfeld von dem Hashtag Tableau tweeten, gibt es auch viele Game of Thrones-Fans. Wir gehen mal eins weiter und möchten uns auch jetzt mal die verschiedenen Werktage anschauen, die verschiedenen Wochentage. Wir nehmen hier nochmal die Page-Views. Und schauen uns mal, wie viele Datensätze hier überhaupt drin sind. Das sind hier 2600 Datensätze, also 2600 Tweets in dem Fall. Und wir möchten das Ganze jetzt auch mal auf die Zeitachse legen. Brechen das hier entsprechend diesmal runter auf die einzelnen Wochentage und sehen entsprechend, an welchen Wochentagen hier besonders viel getweetet worden ist. Es ist interessanterweise der Mittwoch, da ist immer relativ viel los. Und wir nehmen auch hier mal wieder die Anzahl der Favorites auf die Farbe. So, auch hier natürlich ganz interessant zu sehen, wo denn die Twitter-User herkommen. Und auch hier wieder die Favorite-Count auf die Farbe. Machen wir es mal ein bisschen größer. So, wunderbar. Und natürlich auch immer interessant zu sehen, wer sind denn eigentlich die User,
die hier jetzt im Umfeld von meinem Hashtag eben tweeten. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal die Anzahl der Follower von den einzelnen Usern als eine Kennzahl. Und als zweite Kennzahl nehmen wir jetzt mal die Retweets, um zu schauen, ob das irgendwie in Korrelation steht. Dann nehmen wir den Username entsprechend auf den Text und sehen hier jetzt auch schon ein schönes Bild zu, welche Twitter-User viele Follower haben und ob deren Content auch entsprechend häufig geretweetet wird. Es ist natürlich hier auch einiges los auf dem Bild. Das kann man jetzt auch mal ein bisschen versuchen, mit einer anderen Darstellung ein bisschen aufzulockern. Aber wir werden sehen, es sind einfach zu viele Marks hier, zu viele einzelne Punkte. Und um das Ganze dann nachher anschaulicher zu machen, ist es einfach besser, das Ganze auch nochmal hier in ein Dashboard zusammenzufassen. Das nennen wir jetzt entsprechend Twitter mit dem Hashtag Tableau. Zeigen uns hier entsprechend auch den Dashboard-Titel mal an und nehmen jetzt diese vier weiteren Dashboard-Elemente einfach mal hier rein. Hier auch in dem Fall nehmen wir jetzt mal einfach die gesamte Ansicht und wir können hier eben wunderbar sehen, dass wir hier jetzt zum Beispiel auch Data 17 haben wir hier auch nochmal. Und wir sehen hier, wenn wir hier draufklicken, dass wir erstmal die einzelnen Elemente nochmal als Filter aktivieren. Und dann können wir hier draufklicken und können dann eben sehen, wer jetzt alles im Umfeld Data 17 eben hier getwittert hat. Wir können es natürlich auch nochmal machen, indem wir einfach mal hier Europa markieren und natürlich auch mal schauen, wer denn zum Beispiel in Europa eigentlich überhaupt samstags tweetet und um was es da geht. Das heißt, wir sehen hier eigentlich schon, dass wir hier ein Dashboard gebaut haben, das uns hier sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, sehr viele Interaktionsmöglichkeiten und dass wir eben auch jetzt hergehen können und im Prinzip über dieses Dashboard etliche Fragen beantworten können. Das macht das Ganze natürlich sehr, sehr spannend im Vergleich zu statischen Auswertungen und sollte eigentlich in keinem Social Media Analytics Team fehlen.